Moin, meine Gothic-Kumpanen. Ich habe noch ein weiteres Geheimnis für euch. Dieses Mal sind wir in Gothic 2 unterwegs und müssen uns zum Banditenlager von Dexter aufmachen. Die Brücke hier sollte den meisten von euch ja sicherlich bekannt sein. Hier fallen gerne auch mal Banditen runter, wenn man gegen die kämpft. Wir jedenfalls halten uns gar nicht lange auf der Brücke auf, sondern springen auf diesen Felsvorsprung, um zu einem der Pfeiler der Brücke zu gelangen. Nun benötigen wir nur noch den Marvin-Mode und cheaten uns entweder mit dem Helden durch den Pfeiler oder nutzen die freie Kamera. Hinter dem Pfeiler ist eine versteckte Höhle. Was Piranha Bytes da wohl geplant hatte?